Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz. Für dieses Tutorial braucht ihr ein bisschen HTML-Kenntnisse, ein bisschen CSS-Kenntnisse und auch ein bisschen JavaScript-Kenntnisse. Nicht allzu viele, aber es wäre schon günstig. So, aber ihr könnt natürlich auch erstmal probieren, alles so mit zu programmieren. So, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Schriftart und die Schriftgröße definiert, wie ihr die Schriftfarbe definiert und dann natürlich auch, wie ihr die Schrift auf den Bildschirm bringt. Und das machen wir ganz schnell auch euch mal praktisch vor. So, als erstes brauche ich hier irgendwo hinten mal wieder ein bisschen Platz. So, dann möchte ich mir als erstes auch eine Variable definieren und da möchte ich eine Zeichenkette reinpacken. Hallo, ihr da draußen zum Beispiel, Ausrufezeichen, nicht das Semikolon am Ende vergessen, das ist, wenn man zwischen Python und JavaScript hin und her springt, kommt man sehr rasch in den Tüttel, macht viele Fehler, nicht zu empfehlen, aber gut, okay. So, dann Brett.font, Font hattet ihr gesehen, ich habe es auch hier, hat keine Klammern hinten dran und ich habe auch kein Semikolon gesetzt. Das heißt, das ist eine Variable und in diese Variable müssen wir etwas reinpacken, nämlich die Schriftart und die Schriftgröße. Und genauso ist das Fillstyle, das ist auch keine Methode, sondern eine Variable, da setze ich die Farbe rein. Und Filltext, das ist tatsächlich eine Methode, da gebe ich am Anfang die Zeichenkette an den String, den ich auf den Bildschirm setzen will. Und dann gebe ich den linken oberen Eckpunkt an mit X und Y. So, Brett Font. Und das Ganze muss ich in Klammern setzen oder in Gänsefüßchen setzen. Und ich muss, wenn ich die Schriftgröße angebe, hier 36 Pixel, muss ich die Pixel dahinter schreiben. Ganz wichtig, so, das ist anders als bei Line Width, wo ich tatsächlich kein Pixel angebe, aber da übergebe ich ja auch eine Zahl. Und hier übergebe ich einen String. So. Und dann müsste ich dem Ganzen irgendeine Farbe geben. Das kann ich auch mit diesen CSS Color Names, mit diesen Farbnamen von CSS machen. Ich kann auch mit einem Hashtag und einer sechsstelligen Hexadezimalzahl kann ich auch den Farbcode setzen. Das ist egal. Upsala, Moment, jetzt bin ich falsch. Chocolate, das ist der Name. Den kopiere ich mir gleich mal raus. Hier muss ich den Schrifttyp angeben. Entschuldigt bitte. Und ich möchte jetzt hier zum Beispiel ein Tahoma haben. So. Puh. Irgendwie sitze ich heute schon zu lange am Computer. So. Fill Style. Da kommt jetzt die Farbe rein. Jetzt darf ich aber mein Chocolate reinschreiben. So. Und dann muss ich das Ganze auch noch auf den Bildschirm bringen. Und das mache ich mit Brett.fillText. Und jetzt muss ich angeben meinen Variablennamen, hallo. Und dann 150 und 105. 150. Ich hoffe, das sitzt jetzt schön irgendwo. Und mehr muss ich gar nicht tun. Im Unterschied zu Pfaden muss ich jetzt kein Stroke machen. Ganz wichtig auch. So, der setzt das also von alleine. Das ist dann ähnlich wie bei dem Rechteck, bei Fill Rectangle. Gut, so, also, die drei Sachen sind wichtig. Hier hätte ich auch einfach den String hineinschreiben können. Ich habe es jetzt anders gemacht, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Gut, so, und wir sehen uns an, was uns das tut. Ha. Und ich lade das. Und ihr seht, naja, auch hier habt ihr gesehen, ich mache immer meine ersten Proben nicht weg. Es war ja schon da. Und ich habe jetzt nicht abgeschaut, weil ich das irgendwie gedacht habe, ist ein bisschen langweilig. Aber es sieht fast genauso aus wie das, was ich vorher programmiert habe. Gut, so. Und so kriegt ihr dann Text auf eure Leinwand, auf die Canvas drauf. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt da bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann zeige ich euch ein bisschen mehr, was ihr mit
mit einer Füllung alles so anstellen könnt. So, bis dann.